einen schönen guten Tag, Nachmittag, fast schon Abend. Wir kommen nun zu unserem nächsten Programmpunkt. Ich darf die Lesung von Stefan Selke ankündigen. Armenspeisungen, Kleiderkammern gibt es, wenn man zurückschaut in die letzten Jahrzehnte, schon seit vielen, vielen Jahren. Die Frage ist, was hat sich in den letzten 10, 20 Jahren verändert? Was gab es davor, beziehungsweise was ist da jetzt eigentlich Neues entstanden? Hier im Saal ist viel Expertise versammelt, aus der Perspektive der Betroffenen, aus der Perspektive von politischen Beobachterinnen und Beobachtern. Es gibt jemand, der hat sich der Mühe unterzogen, der hat die Arbeit gemacht, sich auf den Weg begeben und eine Landvermessung nach allen Regeln der soziologischen Kunst vorgenommen. In das Feld gegangen, in die Feldforschung, hat Erhebungen gemacht, hat es wissenschaftlich ausgewertet, hat es politisch bewertet, hat die Frage des Transports, der Kommunikation sich näher angeschaut und das, was er feststellen konnte, das, was er vorgefunden hat, hat er quasi wie ein Foto, wie ein Bild von einer Landschaft in mittlerweile mehreren Publikationen vorgetragen. Aus einer dieser Publikationen, aus seiner neuesten Schamland, wird Herr Selke uns nun einige Stellen vorlesen und das eine oder andere noch dazu sagen. Und anschließend können wir dann auch noch direkt den einen oder anderen Gedankenaustausch mit ihm hier haben. Herr Selke, bitteschön. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Bernhard, Einleitung, Bernhard Jirko. Ich muss meine Lesebrille aufsetzen, es ist jetzt schon soweit. Ich möchte Ihnen eine kleine Mischung bieten aus Lesung, Erzählung und noch anknüpfen an einiges, was wir jetzt schon erlebt haben in den letzten 2 Tagen. Ein paar Querverweise auch, ungefähr eine Dreiviertelstunde peile ich an. Länger wird meine Stimme das auch nicht mehr durchhalten, aber ich glaube, das liegt einfach auch in der Kürze die Würze. Ich möchte Ihnen ein bisschen noch zu der Demonstration am Brandenburger Tor etwas sagen und das dann auch mit den Tafeln als Marke erklären. Die Idee zum Buch ganz kurz erläutern. Aus 2 oder 3 der Reportagen vorlesen, Stücke, und dann auf den eigentlichen Titel des Buches kommen, nicht gleich am Anfang, sondern wenn wir das dann gehört haben, erklärt sich fast schon von alleine, warum das Buch Schamland heißt. Das möchte ich dann etwas vertiefen unter dem Titel Politik der Beschämung, so heißt ein Kapitel. Und ganz am Ende, das ist dann das Finale, werde ich aus dem sogenannten Chor der Tafelnutzer, ich werde dann erklären, was das ist, einige kleine ausgewählte Stücke vorlesen. Also es wird eine Mischung geben aus Erzählung und Lesung. Und diejenigen, die dabei waren gestern beim Brandenburger Tor, die haben die Tafel dort gesehen, die wir aufgebaut haben, sehr opulent. Und an diesem Bild, das wir hier installiert haben, an diesem öffentlichen Display, kann man eigentlich schon ein Stück weit das Problem zeigen und verdeutlichen. Die Dinge werden in dieser Gesellschaft nicht so benannt, wie sie sind. Wenn man das, was wir da als Tafeln bezeichnen, so benennen würden, was es eigentlich tatsächlich ist, nämlich Armenspeisung, dann würde die Diskussion ganz anders geführt werden. Tatsächlich aber, und jetzt lese ich einen ganz kleinen Absatz aus dem Ende des Buches vor, also ich beginne sozusagen hier mit dem Ende, sind die Tafeln eine Marke geworden. Und das Problem ist folgendes. Die Tafeln als Marke kreieren ihre eigene Realität. Tafeln sind eine moderne Form der Absolution, sie lindern das schlechte Gewissen der Gewinner. Die Eigenwelt, die sich Tafeln seit 20 Jahren erschaffen, setzt auf bekannte Assoziationen. Diese Bilderwelt lässt dem Profanen der Armut wenig Raum und knüpft lieber an das Heilige an, das christliche Abendmahl etwa oder die opulenten Essensarrangements an Fürstenhöfen. Nie ist im Zusammenhang mit dem Begriff Tafel von Mangel die Rede. Gleichwohl gibt es gerade diesen Mangel im Überfluss. Mangel an sozialer Gerechtigkeit, Mangel an Respekt und Anerkennung, Mangel an Chancen,
Mangel an Teilhabemöglichkeiten, Mangel an Hoffnung auf ein besseres Leben und natürlich auch Mangel an Geld. Der Markenname Tafel produziert positive Assoziationen von Fülle, Reichtum und sozialer Integration. Das Gegenteil der sozialen Realität innerhalb der Tafelwelt. Damit wird bewusst eine eigene Realität geschaffen, die mit Hilfe weiterer Euphemismen abgedichtet wird, etwa die Bezeichnung Kunde für Personen, die Tafel als letzten Rettungsanker nutzen. Der Begriff Kunde passt rein gar nicht zur Abhängigkeit und Asymmetrie zwischen Ausgebenden und Nehmenden, hört sich aber gut an. Er ist eine schöne Verpackung für einen problematischen Inhalt. Das war das, was wir versucht haben, am Brandenburger Tor zu zeigen. Wir haben eigentlich nur gezeigt, was eine Tafel wirklich ist, was man sich unter einer Tafel vorstellt und die Tafelwelt, so wie sie vor allen Dingen auch Menschen kennen, die Tafeln nutzen müssen, sieht ganz anders aus. Und jetzt komme ich zu der Idee des Buches. Ich habe, Bernhard Jirko hat es ja schon angedeutet, mich seit längerem mit Tafeln beschäftigt, nicht ausschließlich, aber eben auch, und gemerkt, dass in den öffentlichen Diskussionen eine Personengruppe immer wieder unter den Teppich gekehrt wird, nämlich die Nutzer von Tafeln, die Abholer, die Kunden, die Gäste oder wie auch immer sie genannt werden. Und irgendwann wurde mir klar, dass 2013 ein besonderes Jahr sein wird, nämlich das Jahr, in dem die Tafeln ihr 20-jähriges Bestehen feiern werden. Ich habe die Gelegenheit gehabt in Wien, ich habe ein Forschungssemester in Wien verbracht, ein halbes Jahr, die 13-Jahr-Feier der Wiener Tafel zu erleben. Das funktionierte dann so, dass es ein Podium gab, hochkarätig besetzt mit einem Sozialwissenschaftler, der erzählt, wie toll es ist, sich im Alter sozial zu engagieren für Tafeln. Eine Frau von einer Versicherung, der Hauptsponsor der Wiener Tafeln, die erzählt hat, dass es doch jetzt sowas gäbe wie Corporate Volunteering, auf Deutsch, man schickt die Mitarbeiter einen Tag zur Tafel, damit sie mal sehen, dass es Menschen schlechter geht als ihnen selbst, Corporate Volunteering. Dann waren noch andere Experten zu dem Thema da und am Ende wurde eine Torte reingerollt mit ganz vielen Kerzen und der Moderator sagte, kommen Sie alle nach vorne, helfen Sie uns, die Kerzen auszupusten, wir freuen uns, wir feiern, wir jubeln, Sie sind Teil der Inszenierung. Jetzt kann man über kulturelle Unterschiede, wir haben es gestern Abend schon ein bisschen angesprochen, vielleicht diskutieren zwischen Österreich und Deutschland, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass ich nicht Teil einer Inszenierung sein wollte, dass ich mir gedacht habe, dass diese Zeit der eingeübten positiven Selbstdarstellung zu Ende sein muss und die pathetische Rhetorik, die die Tafeln liefern würden, so war meine Prognose im Jahr 2013, wenn sie denn das 20-jährige Bestehen feiern. Weil ich glaube, dass Tafeln das moralische Nadelöhr sind, durch das die Gesellschaft gerade durchgehen muss, an Tafeln, mit Tafeln kann man eben vieles deutlich machen. Wir haben es immer wieder hier diskutiert in den letzten Tagen auch, warum Tafeln so ein Platzhalter für eine Debatte geworden sind. Und in dieser ganzen Debatte gibt es eine Leerstelle und das sind die Menschen, die Tafeln nutzen. Das sind Arme, Armutsbetroffene, wie auch immer. Und diese Perspektive fehlt und diese Perspektive wurde immer wieder eingefordert, zum Beispiel von der Nationalen Armutskonferenz, die gefordert hat, die Armen müssen eine Stimme bekommen. Das Buch habe ich geschrieben, damit diese Stimme da ist, weil ich glaube, die Menschen, um die es hier wirklich geht, die zu Tafeln gehen müssen, sind die Hauptdarsteller in dem Spiel Gesellschaft, das wir gerade aufführen und nicht die Fassade für das ehrenamtliche Engagement. Das war also der Beginn der Reise, die Idee, die vor 3 Jahren begann. Und auf dieser Reise quer durch Deutschland, in fast allen Bundesländern, habe ich viele, viele Begegnungen machen dürfen, viele unterschiedliche Typen von existenzunterstützenden Angeboten auch besucht, über die ich jetzt heute nicht reden würde. Es gibt ein Kapitel in dem Buch, da war ich in einem Sammellager für Asylbewerber. Ich war in Suppenküchen, ich war in Sozialkaufhäusern. Es geht also nicht nur um Tafeln, aber es geht eben heute im Rahmen des Aktionsbündnisses um Tafeln, deswegen beschränke ich mich darauf. Was ich dann gemacht habe, war zweierlei. Ich habe natürlich auch hier einige analytische Überlegungen angestellt, zum Beispiel zum Thema Scham, aber auch zum Thema, inwieweit wir auf dem Weg schon in eine Freiwilligengesellschaft sind. Und ich habe aber dieses gesamte Material, was ich in 3 Jahren oder eigentlich habe ich schon früher begonnen, angesammelt hat, versucht zu verdichten. Und es sind 2 Arten von Verdichtungen rausgekommen. Das eine waren noch eher, in Anführungsstrichen, klassische Sozialreportagen. Und das andere war dann, da kommen wir später dazu, der Chor der Tafelnutzer. Jetzt möchte ich aus diesen Reportagen, aus 2
oder dreien vorlesen, solange meine Stimme trägt. Ich habe für das Buch selbst wiederum nur die ausgewählt, die am markantesten waren. Das heißt, von den insgesamt fast 150 Menschen, mit denen ich gesprochen hatte, konnte natürlich hier nicht alles Eingang in das Buch finden. Aber manche der Begegnungen, die waren eben sehr, sehr markant und die waren auch sehr, sehr signifikant in einem prognostischen Sinne, würde ich sagen, zum Thema der Tafeln. Übrigens begann diese Reise in Furtwangen. Ich komme ja aus einem ganz kleinen Städtchen im Schwarzwald, Furtwangen, das wunderbarerweise eine Hochschule hat. Und es ist einer der wenigen Orte, die noch keine Tafel haben in Deutschland. Und irgendwann habe ich herausgefunden, dass zwei meiner Studierenden zur Tafel im Nachbarort gehen. Und das war so ein Moment, wo ich dann wirklich wütend war und angefangen habe, all diese Begegnungen aufzuschreiben. Das war im Prinzip der Start auch für das Buch. Während ich jetzt gerade in Wien war, habe ich gehört, dass sich ein Bürgerverein gegründet hat in Furtwangen mit dem Ziel, eine Tafel zu gründen. Das können wir ja vielleicht nachher nochmal diskutieren unter anderen Gesichtspunkten. So, einem der Hauptkapitel Trostbrot, in dem es ungefähr ein Dutzend kleinerer Reportagen gibt, möchte ich jetzt aus der ersten vorlesen, die den Titel trägt, Sie werden es dann sehen, warum ein kleiner Hitler müsste kommen. Erst nochmal ein Wasser. Meine Zieladresse befindet sich am Rand der Stadt. Vom nahegelegenen Flughafen starten im Minutentakt dröhnende Maschinen in einem wolkenverhangenen Himmel. Shakespeare kommt mir in den Sinn. Ein bewölkter Himmel klärt sich ohne Sturm nicht auf. Ein Sturm der Entrüstung angesichts der Armutsökonomie in Deutschland blieb allerdings bislang aus. Die Entrüstung hat sich gut versteckt. Unter dem Mantel der Anpassung, dem Gewand des Profits, dem Kleid der Gewöhnung. Jede Lebensgeschichte, die sich vor mir ausbreitet, ist wie ein Blick in diese neue Kleiderordnung. Unter dem Mäntelchen der neuen Ideologie vom zivilgesellschaftlichen Engagement verbergen sich Trostlosigkeit und Apathie einer hilflosen oder zynischen Politik. Im 10. Stock eines Wohnblocks, der im Webauftritt des Ortes nicht vorkommt, treffe ich mich pünktlich zur verabredeten Zeit mit einem älteren Ehepaar. Öffnet mir die Tür. Zwischen zwei Krücken bewegt er sich mühsam und wortlos ins Innere der kleinen Wohnung. Weißer Jogginganzug, dickes Goldkettchen, viel Gel im schütteren Haar. Zufrieden, wie jemand, der gerade eine sportliche Glanzleistung vollbracht hat, fällt er neben seiner Frau auf das Sofa. Nach über 30 Jahren Ehe äußern die beiden Meinungen nur noch im Duett. Zigarettenduft hängt in der Wohnung. Die Deko im Wesentlichen aus dem Stilelement Stoffpüppchen. Deren friedfertige Ausstrahlung kontrastiert auf Irrwitz ebenfalls mit der einsam geteilten Nervosität des Paares. Trotz oder gerade wegen ihrer Gereiztheit wirken die beiden müde. Ihnen wie Tafel. Es war eine Zeit. So ähnlich beginnen fast alle Geschichten, die ich nach und nach aufspüre und aufzeichne. Bis zu dem Tag, an dem er auf einer Baustelle stürzte und viele Meter in die Tiefe fiel. Ein Sturz aus dieser Höhe bedeutet ohne Schutzengel ein sicheres Todesurteil. Sein Schutzengel sorgte dafür, dass er durch ein Glasdach fiel, das seinen Sturz abbremste, ihm aber unendliche Schmerzen bereitete. Als er im Krankenhaus wieder zu sich kam, war das im Wirtschaftswunderrausch verbrachte Leben vorbei. Heute sitze ich hier mit 14 Implantaten und Schrauben so dick wie ein kleiner Finger in den Wirbeln drin. Mit diesen Worten beschreibt er im sachlichen Ton den Grund für seine Arbeitsunfähigkeit. Es klingt, als würde er seinen Rücken mit einer Aufbauanleitung für ein Regal vergleichen. Nach all den Jahren scheint vor allem eines durch, Glück gehabt. Nie wurde mir deutlicher, wie dehnbar die Idee von Glück ist, der wir fast alle hinterherjagen. Mein Gesprächspartner ist schon mit wenig Wache und kann die Augen noch aufgermaßen bewegen, wie Weihnachten. Es folgt ein Schnelldurchlauf durch die Biografie bis zum Rentenalter. Jede Menge entwürdigende Bürokratie, an deren Ende die sogenannte Grundsicherung herkommt, des Wortes verbirgt, was es für die betroffenen Menschen oftmals bedeutet. Armut. Das Drama seines Minuten trat, weil die Grundsicherung für beide zum Leben nicht reichte. Die Tafel Post in ihr gemeinsames Leben in einem Schreiben der gemeinen Hinweis. Zur Sicherheit gleich mit Berechtigungsschein, damit dem netten Tipp bald auch Taten folgen. Das war vor etwa. Die Tafel ist seitdem ein fester und nicht mehr wegzudenkender Bestandteil ihres Alltags geworden. Die Bescheinigung hatte einen Stempel mit allem drum und dran.
Darauf stand, dass wir berechtigt sind, zur Tafel zu gehen. Sie betont das Wort berechtigt, als wäre dies ein offizieller Segen von oben. Seitdem sind wir jeden Dienstag dort. Einfach war dieser Gang aber nicht. Aber in einer Welt, in der die üblichen Wege sich zwischen Küche und Bad erschöpfen und in der die im Überfluss vorhandene Zeit mit dem Lösen von Kreuzworträtseln gebändigt wird, ist dieser Gang, egal wie mühevoll er sich gestaltet, vor allem ein Fluchtpunkt aus der Tristesse. Am Tafeltag kommen sie beide raus. Es ist wie das Aufblitzen eines jugendlichen Akts der Eroberung. Am Tafeltag trauen sie sich auf die Straße, die sie sonst aufgrund ihrer Gehbehinderung möglichst meiden. Mit Krücken und Rollator steuern sie gemeinsam ihrem Ziel entgegen. Rumsitzen ist tödlich, sagt er. Es geht darum, dass man unter Leute kommt, dass man sich unterhalten kann, ergänzt sie. Und die Krönung ist ja, dass man für 2 oder 3 Tage etwas mitbekommt. Sie fühlen sich wohl bei der Tafel, für sie scheint alles zu passen. Das sind wir Mensch. Um sich als Mensch unter Menschen zu fühlen, treffen sich meine Gesprächspartner zudem einmal pro Woche mit 3 befreundeten Paaren einen Kuchen in einem nahegelegenen Bistro. Das fühlt sich an wie Tafeln ohne Tafel. Die Tischgenossen im Bistro ahnen jedoch nichts davon, dass ihre Bekannten zur Tafel gehen. Niemand ahnt etwas davon. Das behalten wir für uns. Hier im Haus weiß das keiner, sonst weiß das keiner. Man wird schief angeguckt, selbst wenn es den Leuten in einem halben Jahr auch so gehen kann. Also behalten wir das im Endeffekt für uns. Das ist unsere Sache, das geht keinem was an. Die Leute kennen uns und wenn wir jetzt plötzlich sagen, wir gehen zur Tafel, dann lachen sie uns aus. Da werden wir schief angeguckt. Da sind viele Leute dabei, die würden uns fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Also halten wir den Mund, das geht keinem was an. Tafeln sind das Glasdach, durch das die beiden gemeinsam fallen. Es bremst ihren gesellschaftlichen Sturz, es verletzt sie aber zugleich an empfindlicher Stelle. Wer einen derart markanten Grundbaustein seiner Existenz so konsequent verschweigt oder meint, ihn verschweigen zu müssen, der liegt im Dauerkonflikt mit der eigenen Gesellschaft und dem eigenen Selbstbild. Die beiden haben diesen Kampf inzwischen aufgegeben. Wir waren ein Teil der Gesellschaft. Aber Vater Staat hat uns dermaßen verlassen, der hat uns richtig gehend nach unten gearbeitet. Wir sind regelrecht ausgestoßen. Wenn das so weitergeht, sinken wir noch tiefer, fasst der Mann zusammen. Ja, wir sind ausgestoßen, fügt seine Frau genervt. Er hilft uns keiner. Reicher, die ist auf dem Punkt. Die hohen Herren stecken sich die Taschen voll, wie den Rest der Protest. Die Fahlstar eine Existenz zulassen kann, müsste noch einmal einen kleinen Hitler geben. Ja, so ein Adolf. Dann gäbe es nicht Arbeitslose, dann würde wieder was getan. Dann würden sich viele nicht mehr so überflüssig vorkommen. In diesem Moment verliere ich den Kontakt zu meinen Gesprächspartnern, zu meinem Gesprächspartner. In seinen immer steigert. Immer wieder klagt er den überall sichtbaren Egoismus an, klopft sich wie zur Bestätigung mit den Fäusten auf den Brustkorb, ruft ich, ich, ich und setzt große Ausrufezeichen in die Luft. Lauter, bis ihn seine Frau am Arm fasst und los versucht zu beruhigen. Noch im Aufzug klingen die Anklagen gegen schwule Politiker, faule Ausländer und gierige Banker nach. Zusammen bilden sie in meinem Kopf das Echo der totalen Resignation. Wird immer. Ja, eines aber, wie finde ich, die Problematik verdeutlicht. Einerseits, wie Menschen sich bei Tafeln fühlen, durchaus auch wohlfühlen, gerne dahin gehen. Das ist ja auch zum Ausdruck gebracht worden. Deswegen habe ich das auch ausgewählt. Für viele Menschen hat das eine Funktion, das muss man erstmal so stehen lassen. Es bringt aber auch zum Ausdruck, und das ist für mich das Zentrale, welcher symbolische Ort mit Tafeln verbunden ist, wenn man es doch so konsequent verschweigt, obwohl man es gleichzeitig so regelmäßig tut. Oh, danke schön. Es war jetzt gar nicht beabsichtigt. Ich muss jetzt ein bisschen spontan sein. Ich werde jetzt 2 Stücke oder 1 Stück auf jeden Fall noch danach bringen, was jetzt einen Kontrast darstellt. Hier kamen die Tafeln ja doch sehr positiv weg. Ich bitte das auch mal fürs Protokoll zu beachten. Ich habe das auch bewusst ausgewählt. Jetzt das kleine Stück hier, das heißt Seltenes Glück. Da geht es um eine ganz andere Existenz. Das Verbindende dabei ist, dass all die Menschen oder fast alle Menschen, die ich porträtieren durfte, irgendein Krisenereignis hatten, für das sie in den allerwenigsten Fällen selbst verantwortlich waren.
Ich setze hier mittendrin ein. Meine Gesprächspartnerin ist 40, sieht allerdings sehr viel älter aus. Ich würde das allein aus Höflichkeit nie berichten, aber sie erwähnt es selbst in einem ihrer ersten Sätze. Sie ist chronisch krank. Ich bekomme eine neue Niere, erklärt sie. Dreimal pro Woche muss ich für 4 Stunden zur Dialyse, weil ich sonst sterbe. Ich bin aus gesundheitlichen Gründen da reingerutscht. Ich habe immer gearbeitet, bis ich nicht mehr konnte. Und jetzt bin ich eigentlich immer krank. Ich habe alles mitgemacht, was man mitmachen kann. Inzwischen erhält sie Grundsicherung. Ich stehe dem Arbeitsmarkt nicht mehr zur Verfügung. Das ist ihre Art, das eigene Leben zu bilanzieren. Ein sonderbar bitterer Stolz schwingt in dieser Aussage mit. Es fällt ihr leichter, dieses abschließende Urteil zu akzeptieren, als die Vorhaltung ihrer Mitmenschen. Man sagt, ich bin faul und mache immer nur auf Krankheit. Ich aber sitze einer Frau gegenüber, die inmitten einer mehr als dramatischen Lebenssituation so etwas wie einen Neuanfang zelebriert. Ihre neue Wohnung befindet sich in einem gepflegten Haus. Ihr ganzer Stolz ist der winzige Balkon. Für sie bedeuten diese 2 Quadratmeter puren Luxus. Ich bin umgezogen, weil kein Schwein mehr was mit mir zu tun haben wollte, erzählt sie. Verglichen mit dem Leben, das hinter ihr liegt, erlebt sie nun die große Freiheit. Die schöne Fassade täuscht. Mit dieser Aussage holt mich meine Gesprächspartnerin in die Realität zurück. Sie meint damit nicht allein die aufgeräumte Wohnung. Sie spricht, ohne dass ich danach gefragt hätte, vom Chaos in ihr selbst, von ihren Ängsten, die sie sich nicht ansehen lässt. Irgendwie fasst sie Vertrauen zu mir. Das Treffen dauert deshalb auch sehr lange. Sie erzählt vom übrig gebliebenen Leben, von Krankheit und Sehnsüchten. Hinter einer steinharten Fassade blitzt eine schwache Seele auf. Sie erinnert sich daran, wie an einem Tiefpunkt vor 5 oder 6 Jahren ihre Hassliebe zur Tafel begann. Ich war praktisch gezwungen. Ich habe manchmal 3 Tage lang nichts zu essen gehabt. Anfangs war das nicht so schön. Ich habe mich sowas von geschämt, dahin zu gehen, weil man so abgestempelt wird. Bei der Tafel war es nicht einfach, das macht sie im Gespräch nach und nach deutlich. Zunächst das Übliche: Bedürftigkeitsprüfung, Berechtigungsmarke, Zuweisung eines Ausgabetages. Mittwochs kriege ich dann meine Ausgabe, sagt sie. Das klingt ein wenig wie Abfütterung, wende ich ein. Ist ja auch so, antwortet sie. Donnerstags findet ein gemeinsames Frühstück statt. Auch da geht sie hin, um unter Leute zu kommen. Sonst werde ich bekloppt, sonst fällt mir die Decke auf den Kopf. Ich habe ja nur Krankheit, Krankheit. Die Tafel ist mittlerweile Teil ihres Alltags geworden. Ein Teil, den sie in ihrem persönlichen Umfeld so lange wie möglich verschwiegen hat. Nicht einmal ihrer Großmutter, der sie sonst alles anvertraut, erzählt es sie davon, aus Scham. Weil so schlecht darüber geredet wird. Weil sogar meine eigene Mutter fragte, wie Tafel muss das sein? Mit keinem Jahren erlebt Umfeld immer wieder Vorwürfe und Abwertungen. Die eigene Mutter ist nach wie vor fassungslos. Ich will das einfach nicht wahrhaben. Sie schämt sich für mich, vor ihren Bekannten und Arbeitskollegen. Aber dafür kann ich mir nichts kaufen, fasst sie trocken zusammen. Meine Mutter unterstützt mich mit 50 Euro monatlich, damit die Katze wenigstens was zu fressen hat. Mittlerweile erlebt sie ein wenig mehr Normalität im Umgang mit den Tafeln. Das ist wie eine Familie, man kennt sich. Sparen ist für sie eher ein Nebeneffekt. Ich rauche nicht, ich trinke nicht, ich gehe nirgends hin. Viel brauche ich eigentlich nicht. Ihr Wunsch nach Begegnung steht jedoch in merkwürdigem Kontrast mit der gefühlten unsichtbaren Wand zwischen ihr und den anderen Tafelnutzern. Groß reden kann ich mit denen nicht, das ist mir aber wurscht. Nicht, weil sie möchte, sondern weil sie es muss. Dabei weiß sie selbst am wenigsten, woher sie die Kraft nimmt, sich immer wieder einen kleinen Anteil am Glück zu erkämpfen. Trotz schwieriger Kindheit, einem Herzinfarkt, einem Schlaganfall, Magersucht, Nierenleiden. Eigentlich hole ich das nicht, mich nicht hängen. Schmerzhaft, Füße, immer wieder Nadeln. Mein Arzt hat mir noch eine Lebenserwartung von 10 Jahren zugesagt, so auf den Kopf zu. Das fand ich nicht so schön, dass er mir das so vor den Kopf knallt. Deswegen kämpfe ich. Ich kämpfe darum, dass er nicht recht behält. Sie zeigt mir ein Erinnerungsfoto von Ausflug in Ark, eine Filmkulisse. Sie steht in einem Boxring, es sieht aus wie ein Rocky-Film mit Sylvester Stallone. Der linke Arm in Siegerpose nach oben gestreckt, die Faust geballt. Ihren rechten Arm kann sie heute kaum noch heben.
zu viele Kanülen von zu vielen Dialysen in zu vielen Wochen. Ein Foto wie eine Metapher für die gesamte Welt der Tafeln. Menschen, die sich durchschlagen müssen und beinahe zu schwach dafür sind. Die Gesellschaft ist ihnen oft Kulisse, an der sie eingeschränkt teilnehmen können. Und die Warenwelt besteht nur noch aus Konsumresten. Die Lebensmittel, die nicht wöchentlich aus den Supermärkten abgeholt werden, sondern direkt über Spenden gekauft werden, nennt meine Gesprächspartnerin echte Lebensmittel. So als wären die Waren der Tafel nur Requisiten. Mir wäre es eigentlich lieber mehr, fasst sie, wie viele andere auch, ihre Position zusammen, um mir dann meine Sachen selber zu kaufen. Sie will nicht abhängig sein von den Almosen anderer. Sie zeigt mir zum Abschied einen Zeitungsartikel aus der lokalen Presse, den sie sich aufgehoben hat. Er ist überschrieben mit dem Titel Abgespeist. Ein Foto zeigt lange Tischreihen, an denen Menschen sitzen, die in einer öffentlichen Speisung für Bedürftige teilnehmen. Im Vordergrund der lokalen Glück steht da unter dem Bild. Uns beiden bleibt das Lachen im Hals stecken. Ja, dieses zweite Stück zeigt für mich, dass die eigentlichen Helden nicht diejenigen genannt werden, belobigt werden, sondern das sind die Menschen, die genau diese Lebenssituation, die hier und in anderen Geschichten dann auch machen müssen und sich so gut es geht durchschlagen. Dankeschön. Ich möchte jetzt zu dem Titel kommen des Buches und es ein bisschen näher erläutern. Warum heißt das Buch Schamland? Es gibt ein Kapitel Politik der Beschämung und die Kernthese dieses Kapitels ist, dass wir ganz viel über Armut wissen. Wir haben Kennzahlen über Armut und so weiter, aber in der Armutsforschung kommt die subjektive Dimension von Armut eigentlich kaum vor. Es gibt ganz wenige Forscher, die sich damit beschäftigen. Das hat mich irgendwann mal mir Vertreter von Tafeln in Diskussionen gesagt haben, aber bei uns muss sich doch niemand schämen. So als könne man Menschen die Scham, so eine elementare Emotion, ausreden. Das funktioniert nicht und das zeigt genau, wie dieser Raum der Tafeln doppelstrukturiert ist, wenn ich das ein bisschen soziologisch sagen darf. Es gibt eben zwei Perspektiven, oder wir hatten es heute mit den Brillen, die man aufhat, eben zwei sehr unterschiedliche Brillen, je nachdem, von welcher Seite man drauf guckt. Und die eine Seite kann vielleicht diesen Aspekt der Beschämung nicht so gut erkennen, die andere Seite leidet aber genau darunter und das zieht langfristige Kosten nach sich. Und deswegen heißt dieses Buch Schamland, weil ich gemerkt habe, dass das eigentlich so Trale ist, was in all diesen Gesprächen immer wieder auftauchte, die Scham und das Gegenteil davon, die Beschämung durch andere. Also eine Art Anpassungsscham, wenn man merkt, dass man nicht mit den gültigen Regeln der Gesellschaft mithalten kann, selbst dann sagen muss, was ist eigentlich, wo kommt die Qualität her, das muss man selbst machen und recht. Dieser Aspekt der Scham, der Aspekt der Mung, da muss man dazu einen Schritt gehen, ist die Möglichkeit, systematisch Scham, die zu Selbstausgrenzung führt, zu instrumentalisieren als ein politisches Steuerungsmoment und die ist, dass Schämung, wenn systematisch eingesetzt wird in all diesen Stufen der Armutsbürokratie bis hinunter zu den Tafeln, aber die Menschen mutlos macht, Protestpotenzial mindert. Heißt das Buch auch Schamland, weil ich glaube, dass wir eben sehen können, dass diese Form von Behandlung der Bürgerinnen und Bürger eigentlich den Status aller anderen und besteuert wird. Sicherlich nicht im Sinne von einigen grauen Herren, die das beschlossen haben, aber das ist ein unintendierter Effekt dieser gesamten armutsökonomischen Angebote, die bei den Betroffenen dauerhaft negative Gefühle freisetzt, Resignation, Selbstabwertung, Hoffnungslosigkeit und so weiter. Verliert den Mut. Und ich weise dieses Gefühl, diese starke Emotion in den Mittel, die ich davor, dass diese Politik der Beschämung, also dass es auch bewusst gemacht wird, gesetzt wird. Zu dem letzten Punkt kommen, nämlich den Chor der Tafelnutzer. Ich stand bei dem Schreiben des Buches vor einer großen Herausforderung. Normalerweise lernt man als Soziologe, Sozialforscher, wie man Interviews auswertet. Sie werden einzeln ausgewertet, sie werden kontrastiert und dann gibt es meist Publikationen, in denen drin steht, A sagt, B sagt und vielleicht kann man noch eine Typologie daraus machen. Ich habe irgendwann mal gemerkt, dass das nicht befriedigend ist, weil mich diese Wucht dieser ganzen existenziellen Ereignisse so gepackt hat, dass ich dachte, es ist schade, das alles nur so als Ornament, als Illustration sozusagen zu nehmen, um mit Zitaten einen Text anzureichern. Und irgendwann die Idee, dass ein Sohn spricht
er für alle. Und das versuche ich Ihnen jetzt abschließend noch vorzustellen mit einigen ausgewählten Kapiteln. Dabei habe ich eine Chronologie eingehalten, so wie auch in den Reportagen angedeutet, das Leben vor der Tafel, der Gang zur Tafel, die Erfahrung bei der Tafel und wie könnte ein Leben nach der Tafel aussehen. Also jetzt hier in einigen kleinen Episoden ein Schnelldurchgang durch diesen Chor der Tafelnutzer. Wir leben im Schamland. Dieses Land existiert bereits seit 20 Jahren. In dieser Zeit haben wir Erfahrungen gemacht, die denen, die Tafeln als Erfolgsmodell feiern, fremd sind. Wir werden nun sprechen, alle zusammen, mit einer Stimme, die wir lange gesucht haben. Wir, das sind alle Menschen, die bei einer der vielen Lebensmittelausgaben, Tafeln oder Suppenküchen anzutreffen sind. Wir sind die, die seit Jahren Almosen in Empfang nehmen. Wir sind die Stimme und das schlechte Gewissen der neuen sozialen Frage in Deutschland. Wir sind viele. Auch wir leben mitten in diesem Wohlstandsland. Aber vom Wohlstand haben wir nur etwas als Empfänger von Almosen. Deswegen ist Scham der Preis unserer Existenz. Im Schamland machen wir alle, jeder für sich, ähnliche Erfahrungen. Still und verschwiegen, dankbar und demütig zugleich. So, wie man es von uns erwartet. Damit ist jetzt Schluss. Hier und jetzt erzählen wir von unseren Erlebnissen. Dieser Chor ist die Klammer um Erfahrenes und Erlittenes. Ein mühsam zusammengesetztes Mosaik. Gerade wir sind in der Lage, von der Abwärtsspirale der Menschlichkeit zu berichten, denn wir sind deren Kronzeugen. Um diese Rolle haben wir uns nicht bemüht, aber nun machen wir das Beste daraus. Das Beste ist, darüber zu sprechen, damit wir endlich gehört werden. Denn wir haben ein Recht auf unsere Sicht der Dinge. Ganz kleiner Einschub, das Wichtigste habe ich natürlich vergessen, wir entschuldigen das. Dieses gesamte Kapitel ist aus Originalzitaten zusammengesetzt. Das ist also jetzt kein Text, den ich mir ausgedacht habe. Ich habe natürlich hier Übergänge geschaffen, aber das gesamte Kapitel besteht aus mehr als 500 Zitaten aus den Interviews. Die sind im Text immer mit einem Stern gekennzeichnet. Ich kann das jetzt schlecht machen und irgendwie in den Finger schnippen oder so. Aber bitte, ich bitte Sie, das im Hinterkopf zu behalten, dass jeder Satz, jeder zweite Satz ein Originalzitat ist aus den Gesprächen, die ich geführt habe. Das ist vielleicht noch die Pointe, die es zu beachten gilt. Niemand ist als Tafelnutzer auf die Welt gekommen. Noch nicht. Es gab immer ein Leben vor der Tafel, eine Vorgeschichte, eine Leidensgeschichte. Es sind sehr unterschiedliche Dramen und dennoch haben sie alle eines gemeinsam. Viele von uns leben von der Hand in den Mund. Wir führen ein Leben in dauernder Unsicherheit. In diesem Leben geht es hin und her. Es ist ein stressiges Leben an der magischen Grenze. Für fast alle von uns gab es eine Zeit, an die wir uns noch sehr gut erinnern können. Eine Zeit ohne Tafel. Früher lebten die meisten von uns wie alle anderen auch, verdienten ganz normal ihr Geld, in allen Branchen, auf allen Ebenen. Wir kannten es nicht anders. Früher ging es uns besser, vor allem finanziell. Geld war der Kitt unserer Normalität. Damit konnten wir leben. Wir waren einen gewissen Lebensstil gewohnt. Den kann man nicht wie einen Lichtschalter ausknipsen. Aber Geld, das kann einfach ausgehen. Früher waren wir die normalen Kunden im Supermarkt. Einige von uns kauften sogar im Reformhaus ein, bevor sie zur Tafel mussten. Diese gute Zeit hörte für uns einfach irgendwann auf. 1000 Gründe gibt es dafür. 1000 Gründe, warum wir eines Tages jeder für sich Tafelnutzer wurden. Früher waren wir gesund und konnten arbeiten. Nun fragen wir uns, mein Gott, was ist bloß passiert? Es ist erschütternd, was alles passieren kann. Niemand von uns hat sich das gewünscht, aber es passiert, ungefragt. Leben ist nicht das, was man erwartet, sondern das, was passiert. Und das kann alles Mögliche sein, in alphabetischer Reihenfolge auch aus den Interviews. Allergien, Angstattacken, Arthrose, ausstehende Unterhaltszahlungen, BAföG-Ende, befristete Stellen, Behinderung, Betrugsdelikte, Brancheneinbruch, chronische Krankheiten, Dauerstress, Depressionen, Drillinge, Dialyse, Drogen, Energiekostennachzahlung, Entlassungswelle, Entziehungskur, Epilepsie, Existenzängste, falscher Partner, Frührente, Gefängnisstrafe, geplatzter Traum von Familie, Grundsicherung, Hartz IV, Herzinfarkt, Herzkrankheit, Immunsystemschwäche, Jobsuche, erfolglos, Karriereknick, Kontrollverlust, Krankheit, Langzeitarbeitslosigkeit, Leistungsschwäche, Medikamentenkosten, Mobbing, Mutter in Klammern alleinerziehend, Obdachlosigkeit,
Panikattacken, prekäre Beschäftigung, Prothesenträger, Qualifikationsdefizite, Rückkehrer aus dem Ausland mit Heimweh, aber ohne Kontakte, Schulden, Schwerbehinderung, Spielsucht, Trennung, Überlebenskünstler, Überqualifikation, Überziehungszinsen, Umzug, Unterqualifikation, Vertragskündigung, Virusinfektion, Witwe, Working Poor, Zahlungsunfähigkeit, Zahlungsverweigerung von Kunden, Zeitarbeiter, Zufall. Weil uns etwas aus dieser Liste passierte, lebten wir eine Zeit lang an der magischen Grenze. Aber eines Tages überschritten wir sie und rutschten in ein anderes Leben, auf das kaum jemand von uns vorbereitet war. Wer diese Grenze überschreitet, beginnt sich darüber Sorgen zu machen, wie er durchkommt, wie er die Kinder satt bekommt. Dazu gibt es tausend und eine Geschichte. Ein Gastwirt kommt nach einer Gehirnblutung ins Krankenhaus. Als er nach einem halben Jahr entlassen wird, steht er vor dem Nichts. Schuldenberg, Privatinsolvenz, Wirtschaft verpachtet, Tafel. Eine Dame führt ein gutes Leben, bis ihr Mann stirbt, der als Selbstständiger nie in die Rentenversicherung eingezahlt hat. Grundsicherung, Haus, Auto, alles muss verkauft werden. Tafel. Die Welt eines Unternehmers fängt an zu wackeln, weil die Kunden ihre Rechnung nicht bezahlen. Zunächst ist da noch Hoffnung, aber das Geld kommt nicht rein. Tafel. Nach der Trennung dreht der Ex-Mann den Geldhahn zu. Kein Zeitungsabo mehr, kein Fernseher, kein Computer, Ebbe im Geldbeutel, Tafel. Wir vermeiden so lange wie möglich, an diese magische Grenze zu kommen, aber irgendwann ist der Punkt erreicht. Wir können ja nicht ständig Freunde anpumpen. Wenn dann der letzte Mensch, der einen noch unterstützen kann, die Freundschaft kündigt oder stirbt, wird es eng. Die Schicksalsschläge treffen uns hart. Aber noch härter trifft es uns, dass wir keine Arbeit mehr finden. Das Schicksal ist zumindest gerecht in seiner Härte. Da gibt es keine Systematik. Ungerecht ist hingegen, wie wir systematisch überflüssig gemacht werden. Es gibt keine Arbeit mehr für alle. Selbst wenn wir arbeiten, können wir davon immer seltener leben. Im Schamland werden wir zum Objekt von Sparplänen degradiert. Überall wird mit uns Geld gemacht. Wir merken, dass Arbeitgeber Lohnkosten einsparen, indem sie billige Hartz-IV-Kräfte einstellen, wenn möglich gleich ein Eurojobber. Das sind dann wir. Wir finden es verwerflich, wenn ein Arbeitgeber unsere Situation für sich ausnutzt. Die würden einen am liebsten für 0 Euro beschäftigen. Das fühlt sich an wie Sklavenarbeit, fast schon wie Prostitution. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir arbeiten und werden schon bald wieder freigesetzt, finden uns in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen wieder, bewerben uns immer wieder, weil wir müssen. Ständig schreiben wir Bewerbungen und listen diese in Excel-Tabellen auf, nur damit man uns glaubt. Sollen wir uns vielleicht unsere Bewerbung hinten auf das T-Shirt aufdrucken, damit alle sehen, wo wir uns beworben haben, nur damit wir nicht beschimpft werden? Das sollten wir einmal machen. Eine Schleppe wie bei Lady Di, damit 200 Bewerbungen darauf passen. Irgendwann sind wir dann total weg vom Fenster. Wir stecken in einem irrsinnigen Kreislauf. Die Spirale geht immer weiter nach unten. Und das ist lachhaft. Wenn man überlegt, dass man sein ganzes Leben gearbeitet hat, das ist ein Witz, fast schon eine Beleidigung. Das macht uns schwer zu schaffen. Wir fühlen, dass wir wirklich in der Scheiße hocken und dann nicht mehr rauskommen. Keine Arbeit, nichts, tote Hose. Es sagt sich so leicht, es könnte jedem passieren. Aber wie fühlt es sich an, wenn es soweit ist? In den Blicken der anderen sehen wir oft den Vorwurf einer Schuld, gegen die wir uns ständig wehren müssen. Nein, wir haben unsere Situation nicht verschuldet. Nein, wir sind nicht dümmer als die anderen, nicht fauler, nicht asozialer. Wir sind nur, aus welchen Gründen auch immer, in eine solche Situation gekommen. Die Vorwürfe treffen uns hart und an empfindlicher Stelle. Was kann ein Mann dafür, dass seine Frau innerhalb von 15 Wochen an Krebs stirbt und er sich nun um sein übrig gebliebenes Leben und 3 kleine Kinder kümmern muss? Was kann ein Mensch dafür, dass er erkrankt und arbeitsunfähig wird nach 35 Jahren Arbeit in ein und derselben Firma? Unverschuldet katapultieren uns solche Dinge auf die Schattenseite des Lebens. Wir kommen uns in diesen Momenten einfach nur klein vor. Nun stehen wir ganz anders da in der Welt. Da ist kein Mut, nichts tut sich auf. Der Boden beginnt zu beben. Wir wissen, wie es sich anfühlt, wenn sich das Leben aufbäumt wie ein wildes Pferd, nicht zu bändigen. Wie es sich anfühlt, zwischen den Polen Erfolg und Misserfolg leben zu müssen. Wie es sich anfühlt, um wirklich alles kämpfen zu müssen. Wenn die Bank das eigene Konto sperrt und die Sozialleistung einkassiert, obwohl das nicht erlaubt ist. Aber ein Prozess dauert 3 Monate. In dieser Zeit haben wir nichts zum Leben. In dieser Zeit brauchen wir vieles und haben nichts. 3 Kinder, keine Windeln, kein Geld, kein gar nichts. Jede Kleinigkeit, die jetzt noch passiert, gibt uns den Rest.
Nach und nach wird das alles zu einem sonderbaren Lebensgefühl. Das Gefühl eigener Minderwertigkeit breitet sich in uns aus. Es frisst sich immer weiter in uns hinein, bis wir schließlich die Welt mit anderen Augen sehen. Wir werden angreifbar und schwach. Das ist der Beginn einer Abwärtsspirale, die uns alle erfasst. Am Ende dieser Abwärtsspirale steht der wertlose Mensch. Wertlos fühlen sich früher oder später viele von uns. Das ist kein gutes Gefühl. Es ist das Gefühl, vom Leben und der Gesellschaft abgespeist zu werden. Es ist das Grundgefühl im Schamland. Ja, jetzt gehe ich weiter zu der Situation, wie es sich... Dankeschön. Ich möchte jetzt noch 2, 3 Sequenzen vorstellen am Ort der Tafel, wie es sich anfühlt. Ich beginne hier mit dem kleinen Kapitel, es sind immer sehr kurze Sequenzen am Pranger. Die Angst, von anderen erkannt zu werden, ist bloß eine Form unserer Scham. Wir alle leiden unter dieser Angst, jemand könnte uns sehen, jemand, der noch ein gutes Bild von uns hat. Deswegen trauen wir uns kaum, zur Tafel zu gehen, weil wir uns diese Blöße nicht geben wollen. Aber nicht alle, die zur Tafel gehen, sind so. Es gibt hier und da die Dickhäutigen, denen macht das alles nichts aus, denen ist es egal, was irgendjemand über sie erzählt. Die interessieren sich nicht für andere Menschen. Sie sagen, dass es ihnen nichts ausmacht, wie andere über sie denken. Wieder andere sehen das vor allem pragmatisch. Sie sagen, Not macht erfinderisch. Oder sie haben einfach Hunger, weil sie 3 Tage nichts gegessen haben. Geldknappheit treibt uns zu den Tafeln. Wenn andere von dieser Geldknappheit erfahren, schicken sie uns dorthin, anstatt uns richtig zu helfen. Immer wieder fragen uns Fremde, warum gehst du nicht zur Tafel? Wir selbst schämen uns, aber der soziale Druck wird größer und größer. Wenn wir es nicht freiwillig tun, sorgen andere dafür, dass wir gehen. Immer häufiger auch Staatsdiener. Im Regal des Jobcenters liegen die Zettel mit der Adresse der örtlichen Tafel. Bei der AGE weist man uns darauf hin, dass wir bei der Tafel einen Antrag stellen können. Ein Mitarbeiter der Stadt verweist bei niedriger Rente auf die örtliche Tafel. Dem Grundsicherungsbescheid vom Landratsamt liegt ein Faltblatt der Tafel bei. Vertreter des Staates, nicht überall, aber hier und dort, sagen immer öfter, wenn sie nicht genug zu essen haben, dann gehen sie doch zur Tafel. Immer lautet die gleiche Botschaft, geht dorthin, und sie sagen damit auch, lasst uns in Ruhe. Wir finden das unverschämt. Aber wir schaffen es nicht, so abgebrüht zu sein, wie es notwendig wäre. Denn der Willkommensgruß im Schamland ist die eigene Bedürftigkeit. Zunächst haben wir alle mit der Schwierigkeit zu kämpfen, zuzugeben, die magische Grenze überschritten zu haben. Diese Grenze ist nirgends genau markiert. Sie besteht aus den Erfahrungen, die wir machen. Erfahrungen damit, was geht und was nicht mehr geht. Sich auch nur vorzustellen, von nun an bedürftig zu sein, das ist wirklich schwierig für uns. Für die meisten von uns gleicht das einem Schockerlebnis. Wir haben immer gearbeitet, wir haben uns immer bemüht. Nie wollten wir so weit runterkommen, aber irgendwann beginnen die Bauchschmerzen. Wir fühlen eine Beklemmung, die sich durch Körper und Seele frisst. Wir haben Bedenken, denn wer zur Tafel geht, steht am Pranger der eigenen Gesellschaft. Was der Pranger auf dem mittelalterlichen Marktplatz war, ist heutzutage die Schlange, in der wir stehen. Dort fühlen wir uns deklassiert, weil wir unsere Armut öffentlich zeigen müssen. Wir stehen auf der Straße und die Leute, die uns sehen, wissen, was los ist. Das sind Bedürftige. Wir finden das nicht in Ordnung. Niemand von uns möchte so am Pranger stehen. Niemand möchte öffentlich ein Brandzeichen aufgedrückt bekommen, das ausdrückt, alles falsch gemacht, selbst schuld. Wir sehen diese Anschuldigungen in den Blicken der Passanten. Wir kennen diese Blicke genau. Zur Tafel zu gehen ist ein modernes Ritual. Wer hingeht, gehört von nun an zur Unterschicht. Wir kommen uns vor, als hätten wir ein Schild um den Hals hängen. Füttern bitte. Beim Gang zur Tafel geht uns der aufrechte Gang verloren. Es fühlt sich an, als ob wir das Letzte wären. Bei Tafeln fühlen wir uns als Menschen zweiter Klasse, als kleine Menschen. Wir fühlen uns irgendwo unterste Schiene. Wir fühlen, dass wir am Abgrund stehen, auch von der eigenen Wertigkeit her. Wir fühlen uns als minderwertiger Mensch, das ist das Schlimmste. Aber die größte Angst haben wir davor, erkannt zu werden. Man schaut nach links und nach rechts. Immer wieder stellen wir uns die Frage, ob die Leute gucken oder nicht. Alles hängt von dieser einen Frage ab. Ständig sind wir besorgt, dass jemand vorbeikommen könnte, uns erkennt und fragt, was machst du denn hier? Genau das wollen wir nicht erleben. Deshalb zögern wir lange.
so lange, bis der Druck in der Abwärtsspirale, entsteht, unerträglich wird. Das können Schulden sein, die kaum noch etwas zum Leben übrig lassen. Und dann sind die Tafeln ein Versprechen auf Erleichterung, ein äußerster Rettungsring, nachdem wir aus purem Instinkt greifen. Denn es geht nur noch darum zu überleben. Wenn einem dann die eigenen Skrupel daran hindern, zur Tafel zu gehen, ist man dumm. Tafeln sind dann das kleinere Übel. So einfach ist es aber nicht. Wir zögern, versuchen es so lange wie möglich hinauszuschieben. In dieser Zeit betrachten wir die Tafeln erst einmal aus sicherer Distanz. Mit dem Fahrrad fahren wir wie beiläufig an der Tafel vorbei, so als hätten wir etwas zu besorgen und die Tafel läge auf unserem Weg. Wir gehen auf der anderen Straßenseite zu Fuß, wie zufällig an der Tafel vorbei, gehen auf und ab und schauen uns das Ganze zunächst einmal aus der Ferne an. Bei vielen von uns werden dann die Bauchschmerzen stärker und stärker. Wir schauen uns erst einmal um und sehen, dass dort wenig deutsch aussehende Menschen stehen. Manche reagieren geradezu allergisch. Sie sehen nur Menschen, die schlecht Deutsch sprechen, sehen nur Menschen, die schlechte Manieren haben, sehen nur die, die schlecht riechen und schlecht gekleidet sind, die auf offener Straße Lärm machen. Wir beginnen, einen Hass auf die zu entwickeln, die wir sehen, weil sie all das verkörpern, was wir nicht sind, was wir nie sein wollten. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt mittendrin in der Welt der Tafeln. Und ich möchte, so viel Zeit haben wir, glaube ich, noch, ein kleines Kapitel zu dem Thema der Lebensmittel und ein kleines Kapitel zu der Begegnung von Helfern und Nutzern vortragen und dann zwei, drei Sätze noch zum Weg weg von der Tafel. Wundertüten. Die Tafeln gleichen einer Wundertüte. Wir sind immer gespannt. Ich erinnere nochmal daran, das sind Originalzitate der Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Bei Tafeln ist es immer so, als würden wir Geschenke auspacken. Wir wissen nie, was wir bekommen. Wir nennen es nicht Lebensmittel, sondern Ware. Mit der Ware, die wir mitnehmen, sind wir meist zufrieden. Auf den ersten Blick entstehen Glücksgefühle. Manche stehen vor der Ausgabe und möchten heulen. Es ist absolut der Wahnsinn. Das Einzige, was wir bei den meisten Tafeln selten bekommen, ist Fleisch, was auch Vorteile hat. Wenn es kaum Fleisch gibt, wird man langsam zum Vegetarier. Aber sonst gibt es alles. Obst und Gemüse, Marmelade und Käse, Nudeln und Brot. Und es ist nicht immer alles abgelaufen. Erst auf den zweiten Blick merken wir, dass das Angebot ein wenig einseitig ist. Es gibt nur fetten Käse oder Diätmarmelade. Meist gibt es nur eines reichlich, Brot. Es gibt so viel Brot, ein Bergbrot, den können wir gar nicht essen. Dafür gibt es kaum Dinge, die wir gerne hätten. Es gibt Arbeiteressen und viel Süßigkeiten. Man kann nicht verhungern, aber die Vitamine bleiben auf der Strecke. Natürlich gibt es Tage, da kriegen wir richtig viel für unser Geld. Manchmal sogar zu viel. Wir können keinen Berg Weintrauben essen. Wir können auch keinen Berg Blumenkohl essen. Manchmal sind sie aber wirklich zu sparsam. Da wird gebunkert. Vielleicht denken sie auch, dass ein Hartz-IV-Empfänger nicht mehr im Kühlschrank haben sollte als sie selbst. So werden wir an der kurzen Leine gehalten. Die achten darauf, uns nicht zu viel zu geben, damit wir uns nicht daran gewöhnen. Diese Logik tut uns weh. Auch Luxusware erreicht uns als Resteposten. Das Normale zu bekommen, ist eher die Ausnahme. Bei der Tafel bekommen wir oft Sachen, die wir uns selbst nie gekauft hätten. Essen, das wir uns vom normalen Geld nicht leisten können. Lachs oder auch Blumen, besonders nach dem Frauentag, geben die Supermärkte dann raus. Die Wundertüte wird ganz systematisch geleert. In Tafeln, die nach dem Thekenprinzip funktionieren, halten wir ganz einfach den Beutel hin. Da wird dann reingeschmissen. Wir durchlaufen ganz viele Module, bis wir wieder draußen sind. Brotmodul, Gemüsemodul, Molkereiproduktemodul. Vor jedem dieser Module hören wir weiter. An der nächsten Station dann wieder weiter. Und immer alles obendrauf. Richtig angehäuft. Und am Ende kriegt man dann noch Dosen. Natürlich obendrauf. So, als würde man sich, so würde man sich selbst die Sachen nie packen. Natürlich machen das manche Tafeln inzwischen besser. Die haben schon kapiert, dass es auch anders geht. Den Umgang mit der Wundertüte nennen wir kreative Küche. Die Leute von der Tafel sagen, sie würden nur einwandfreie Lebensmittel ausgeben. Ist aber nicht so. Dass die Sachen oftmals vergammelt sind, weiß keiner, der nicht selbst dort gewesen ist. Denn die Wundertüte hat zwar eine nette Verpackung, was aber drinnen steckt, ist oft ganz miserabel. Immer wieder erleben wir böse Überraschungen. Zu Hause fangen wir an, den Salat zu putzen. Nachdem die äußeren Blätter abgemacht wurden, kommt dann der verfaulte Kern zum Vorschein. Immer wieder ist Ware dabei, von der Hälfte schon verfault, von der die Hälfte schon verfault ist. Keiner kann uns erzählen, er hätte es nicht gesehen. Grüner oder schwarzer Schimmel im Brot,
der verbreitet sich nicht von einer Stunde auf die andere. Es ist auch schon vorgekommen, dass man mit dem Brot einen Nagel in die Wand hätte hauen können, so hart ist es, steinhart. Manche kommen zur Tafel und holen Lebensmittel ab, um damit ihre Tiere zu füttern. Das gibt es auch. Da ist das Zeug Asbach-uralt. Immer wieder reden wir uns ein, dass wir das Beste aus den Resten machen können. Wir reden uns ein, dass der Joghurt okay ist, solange der Deckel nicht hochgeht. Wir freuen uns auch über Tigerbananen. So nennen die Tafelhelfer Bananen mit Flecken. Bei der Tafel bringen sie uns bei, dass eine Banane ruhig braun sein darf. Man braucht nur einen Mixer und ein Liter Milch. Gebt uns die Tigerbanane, wir machen daraus Bananenmilch. Wenn die Tafel die verlängerte Müllhalde der Gesellschaft ist, dann muss es niemanden wundern, wenn wir uns regelrecht als Müllentsorger fühlen, als personifizierte Biokompostanlagen. So, das vorletzte kleine Stück zu den Ausgabemenschen und den Nutzern, dem Verhältnis. Im Laufe der Zeit kennen wir schon einige Helfer vom Sehen und wir lernen die Namen der Ausgabemenschen kennen. Ausgabemenschen sind Menschen mit Macht und sie gehen sehr unterschiedlich damit um. Es gibt die netten Helfer. Sie versuchen uns eine gute Zeit zu machen. Das sind auch diejenigen, die sich einen Lieblingskunden aussuchen. Eine Frau mit Kind ist immer ein Lieblingskunde für die netten Helfer. Wenn sie wissen, dass jemand Kinder hat, dann packen sie schon mal was Süßes extra ein. Wir wissen, dass es viele Helfer gibt, die zu allen nett sein wollen. Aber da können sie sich noch so viel Mühe geben. Die schiefe Ebene wird niemals verschwinden. Im besten Fall ist der Umgang miteinander berührungslos. Wir bekommen was reingelegt und tschüss. Wir sind deshalb noch nicht einmal beleidigt, sondern verstehen das sogar. Wir sind ja so viele. Auf der einen Seite gibt es viel Freundlichkeit. Auf der anderen Seite gibt es aber auch das Klima der Angst. Es legt sich nach einiger Zeit über die Freundlichkeit, schwächt sie ab, macht sie brüchig. Das Klima der Angst entsteht durch Drohungen, durch Anschreien, Befehle, Kontrolle und Barschheit. Immer wieder wird gedroht. Wenn Sie den Termin nicht einhalten, dann. Es geht nur noch über Drohungen. Das finden wir schlimm. Nicht jeder von uns hat ein dickes Fell, um sich gegen dieses raue Klima zu schützen. Manche Helfer sind nicht einfach. Sie sind nicht gerade feinfühlig unterwegs. Sie glauben, sie sind die Tafel. Diese Helfer verwechseln ihr Engagement mit einem Beruf. Am schlimmsten aber sind die machtgeilen Helfer. Sie spielen mit uns Herr und Knecht. Es gibt Helfer, die wollten uns dressieren. Sie rufen eine Linie, dann wird eine Linie gebildet. Oder von 1 bis 10 eintreten. Manchmal werden solche Mitarbeiter ausgetauscht, dann wird es besser. Wir stehen oftmals Menschen gegenüber, die einfach nur zeigen wollen, wer sie sind. Und es sind auch einige dabei, die sind überheblich. Die lassen einen spüren, dass man abhängig ist von ihnen. Die lassen einen das ganz genau spüren. Diese Abhängigkeit ist ein Faktor, der in den Lobreden über Tafeln nie auftaucht. Die Tafeln sind eine zweigeteilte Welt aus solchen, die Macht haben, und jenen, die ohnmächtig sind. Bei Tafeln gibt es Grenzen, auch wenn diese nicht immer gleich zu erkennen sind. Wir erleben immer wieder, dass sich die Vorsitzenden oder Leiter einer Tafel daran stören, dass wir, ihre Gäste, bei der Tafel mitarbeiten wollen. Das geht einfach nicht. Das ist eine Unverschämtheit, einfach so mitwirken, sich da einbringen zu wollen. Einige von uns wollen mithelfen, wenige dürfen das. Was das Ausgeben der Lebensmittel angeht, sagen die ehrenamtlichen Helfer ganz klar nein. Wir dürfen zwar Kisten schleppen, LKW fahren, Toilette putzen und Gemüse sortieren, aber die besten Sachen picken sich die Ehrenamtlichen selbst heraus. Die lassen nicht jeden an ihre Lebensmittel ran. Da werden ganz klare Grenzen gezogen. Jeder weiß, wo er hingehört. Es gibt uns und die Herren und Ladies hinter der Ausgabetheke. Und damit ist Schluss. Alle Menschen sind gleich. Wie oft haben wir das schon gehört? Ein netter Spruch, nur leider falsch. Wenn für uns die gleichen Regeln gelten würden, gäbe es keine Tafeln. Immer wieder wird behauptet, dass sich die Menschen bei Tafeln auf Augenhöhe begegnen. Das sehen wir anders. Bei den Tafeln haben wir das Gefühl, im Weg zu stehen, nicht im Mittelpunkt. An vielen kleinen Details merken wir, dass wir nicht auf einer Stufe mit denen stehen, die uns Ware ausgeben. Wenn etwa die hauptamtliche Leiterin einer Tafel einfach du zu uns sagt und umgekehrt großen Wert auf das Siezen gelegt wird. Wir finden, das ist herablassend. Es ist entwürdigend. Wenn wir uns in einer Reihe aufstellen und einer Helferin ein Geburtstagsständchen singen müssen, um sie zu ehren, bevor die Verteilung der Tafelware beginnt.
Es ist geschmacklos, wenn wir durch verschiedenfarbige Armbinden oder Buttons gekennzeichnet werden, damit die Helfer daran effizienter die zu versorgende Haushaltsgröße erkennen können. Wir fragen uns, wie solche Menschen überhaupt an diese Position gelangen, die es ihnen ermöglicht, ihre Macht so auszunutzen. Anscheinend lässt man Leute mit Profilneurosen bei den Tafeln gewähren. So wie der Mann mit der Marke. Der Mann mit der Marke, der uns sagt, hier, du bist Nummer 33. Dieser Mensch mit der Marke ist schon ein total wichtiger Mensch. Eine richtige Respektsperson, weil er den Zugang zum Essen hat. Der hat den Hebel. Wenn der sagt, hier ist es aber laut, dann ist es sofort still. Die Hand, die uns füttert, die beißen wir nicht. So, meine Damen und Herren, Finale. Aus dem allerletzten Kapitel ein ganz kurzer Abschnitt, das heißt raus aus der Mühle. Wir sind jetzt praktisch im Schnelldurchlauf durch die Tafeln gegangen, zur Tafel, bei der Tafel und jetzt die Überlegung, wie geht es weiter. Viele hoffen, dass es Tafeln auch noch in 20 Jahren gibt. Die warten förmlich schon darauf, dahin zu gehen und versorgt zu werden. Für sie sind die Tafeln Lebensretter. Wir aber fürchten uns davor, dass Tafeln zu einer Dauereinrichtung werden. Denn der Preis wäre uns zu hoch. Die Dinge, die uns empören, sind Dinge, die in einer modernen Gesellschaft nicht vorkommen sollten. Wir fühlen uns von der Regierung politisch entsorgt, von den Mitbürgern im Stich gelassen, von den Ämtern schikaniert und bei den Tafeln entmündigt und abgespeist. Tafeln sind kein Schicksal, das von oben auf uns niederkommt. Es liegt an uns zu bestimmen, wie die Zukunft aussieht, was wir heute und morgen machen oder unterlassen. Denn es gibt Alternativen, nichts ist in Stein gemeißelt. Tafeln sind auch keine soziale Utopie. Für uns sind Tafeln nichts anderes als gesellschaftlich arrangierte Bedürftigkeit. Noch wird der schöne Schein aufrechterhalten, aber hinter den Kulissen brodelt es. Nur auf den ersten Blick hin ist das alles gut und schön. Bei näherem Hinsehen bricht alles auseinander. Wir wünschen uns mehr soziale Gerechtigkeit. Denn gerade wir haben nichts gegen Belastungen, sondern nur gegen die ungerechte Verteilung der Belastungen. Aus unserer Perspektive ist die Entwicklung in unserem Land in vielen Bereichen unsozial. Sozial wäre es, die Sozialsysteme zu stärken, anstatt die Tafeln immer weiter auszubauen. Sozial wäre es, reguläre Arbeitsplätze zu schaffen. Sozial wäre es, anständige Löhne zu bezahlen, sodass man davon leben kann. Sozial wäre es, wenn die Tafeln sich selbst überflüssig machen würden, anstatt immer nur davon zu reden. Tafeln machen uns keinen Spaß. Wer geht schon freiwillig oder aus Langeweile oder aus Spaß zu einer Tafel? Niemand. Deswegen sind wir erst froh, wenn wir aus der Mühle raus sind. Wenn die dreiste Erniedrigung wegfällt. Wir sind erst froh, wenn das vorbei ist. Ich danke Ihnen herzlich. Vielen Dank, Stefan Selke. Vielen Dank nicht nur für die Lesung, bei Weitem nicht nur. Vielen Dank für die Zeit, die Arbeit, das Engagement, für das Aufsuchen der Orte und das Aufsuchen der Menschen, die sich an diesen Orten bewegen. Wir haben nun die Möglichkeit, die Gelegenheit, noch etwas miteinander zu sprechen. Ich werde versuchen, dass auch jede und jeder, der etwas dazu sagen möchte, das dann auch tun kann. Ich bitte einfach darum, deutlich die Hände zu heben. Ja? Haben wir noch ein Mikro? Haben wir noch ein Mikro? Sonst hört man nichts hier. Das ist doch mal eine richtig gute Maßnahme. Aber Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen, aber es ist eine ganz tolle Geste. Ich danke Ihnen dafür. Ich bin eine Frau von der Tafel. Ich organisiere hier in Berlin eine Tafelausgabe. Ich finde viele Dinge ganz wunderbar von Ihrem
wie Sie darüber schreiben. Aber ich würde auch gern die Tafel lieber morgen zumachen. Aber ich würde es mir nicht, ich traue es mich nicht. Ich traue es mich nicht, weil ich ganz viele Menschen traurig machen würde. Weil die verzweifelt wären. Es ist einfach so. Wofür ich mich schäme, ist für den Umgang mit Lebensmitteln. Den finde ich furchtbar. Das ist meine Scham. Danke. Lass mir einfach mal so stehen. Ja. Ich möchte dazu ermutigen, das Wort A zu nehmen. Wenn wir das A und R nach links drücken und das U und T nach rechts und in der Mitte nur noch das M haben, dann können wir das einmal an das Arm anschreiben. Arm ist auch das hier. Das ist mein Arm und mit dem kann ich eine ganze Menge machen. Und das andere Wort ist das Wort Mut. Es geht bei Armut immer nur um Finanzschwachsinn. Das heißt nicht geistige Armut. Danke. Ja, mich interessiert schon auch, in der Tafel sind ja viele Formkrisen, Hinterkrisen, haben Sie in Ihrem Buch auch aus der Perspektive der Leute, die dort arbeiten, also Tafelmitarbeiter, Interviews geführt? Also ganz kurz vielleicht nochmal die Einbettung. Das Buch ist auch entstanden im Rahmen eines zweijährigen Forschungsprojekts Tafelmonitor. Das ist gefördert vom Wissenschafts- und Kunstministerium Baden-Württemberg. Wir haben aber nicht nur in Baden-Württemberg, sondern in ganz Deutschland Untersuchungen durchgeführt. Wir haben mit Tafelnutzern und Tafelhelfern gesprochen. Das ist meine Kollegin Professor Katja Mahr in Esslingen, die die Helferseite bearbeitet. Und das Ganze wird sozusagen auf der wissenschaftlichen Ebene ausgewertet oder es gab schon einige kleinere Publikationen dazu. Ich habe mich aber jetzt für dieses Buch ganz bewusst dafür entschieden. Ich habe es ja mit Leerstelle beschrieben, die Perspektive der Tafelnutzer in den Vordergrund zu stellen. Wissend, ja, dass das nur eine Perspektive ist, aber ich habe eben in den letzten 5 Jahren oder 6 Jahren so stark erlebt, dass die Perspektive der ehrenamtlichen Helfer sich immer medial und auch in Diskussionsforen, Podiumsdiskussionen, wo auch immer ich war, in den Vordergrund gestellt wurde, ganz automatisch. Das sind einfach Prozesse, weil diese Menschen sich besser artikulieren können, besser vernetzt sind und so weiter. Dass das eines der Kernanliegen war, des Buches, genau hier den Menschen eine Stimme zu geben, die ihm sonst nicht gehört. Das ist eine bewusste Entscheidung. Aber ich beschreibe das hier in dem Buch an einer Stelle mit den 2 Rümpfen eines Katamarans. Das ist jetzt ein Buch an einer Möglichkeit, Analyse, wo es zum Beispiel die Serie von Barotzer Parasit, die sozial Schwache, was das eigentlich heißt. Das kann ich jetzt alles hier nicht vortragen. Aber es geht so um den gesamten Kontext von Armut, das Bild von Armut, die Sprache über Armut, die Sache aber über der Betroffenen. Wenn Sie Interesse haben an der Parallelperspektive, dann kann ich Sie nur auf diesen 2. Rumpf des Katamarans verweisen, nämlich die wissenschaftliche Auseinandersetzung in dem Projekt und in anderen Projekten, die auch an anderen Hochschulen mittlerweile laufen. Und ich denke, da gibt es genügend Informationen drüber. Die Forschungslücke waren nie in den letzten Jahren die Helfer, weil über die wurde von Anfang an geforscht. Welche Motive haben die Helfer? Die Forschungslücke war immer die Seite der Betroffenen. Vielleicht wird man jetzt mal wach, dass nicht endlich immer bei, die wissen, ihr Wind, Quizshows irgendwelche Stars kommen und sagen, ich spende für die armen Leute, weiß ich wo, und sich hinstellen und so tun, als ob wir für sie interessant wären. Jeder weiß, dass wir ihnen am allerwertesten vorbeigehen. Und daher würde ich mich freuen, wenn wir da mal eine Initiative machen könnten gegen diese Verunglimpfung der Menschen. Denn wenn die da immer sagen, wir spenden für die Leute, es müsste ja nicht sein, dass man für die spenden kann, aber genau das sagt der Buch aus, deshalb bin ich gut, dass Sie das Buch geschrieben haben. Vielleicht ist das Buch dazu da, dass man, dass die Leute mal wach werden. Denn der Bericht bei Titel des Temperament hat genau auf den Punkt gebracht. Und das müsste viel mehr verbreitet werden. Vielleicht kann es ein Anspruch sein, dass die Leute doch mal wach werden. Also danke für den Hinweis. Ich möchte an der Stelle vielleicht eins sagen, es gibt das Buch, es gibt das kritische Aktionsbündnis, wir verweisen gegenseitig aufeinander und es ist ein gemeinsames Ziel, nämlich die Debatte anzureichern, ja, mit einer Perspektive, die bisher nicht ausreichend gehört wurde. Ich würde gerne noch eine Frage
gerne noch was zu sagen zu Ihrer Aussage zu den Lebensmitteln, weil also ich mache auch die Pressearbeit für das Bündnis und habe jetzt in sehr vielen Kommentaren immer wieder dieses Argument gehört, wenn es die Tafel nicht mehr gibt, was machen wir denn mit den ganzen Lebensmitteln? Und es ist doch schade um die ganzen Lebensmittel. Ich weiß nicht, ob Sie gestern da waren und den sehr interessanten Vortrag von Dr. Fischer gehört haben, der sich sehr gut mit dieser Lebensmittelkette auskennt. Und das Perverse daran ist ja eigentlich, dass für die Lebensmittelindustrie, dadurch, dass es Tafeln gibt, überhaupt kein Anreiz mehr vorhanden ist, weniger Überschüsse zu produzieren. Das heißt, wir ändern an unseren Konsumgewohnheiten nichts, wir ändern an der Überschussproduktion nichts, sondern wir entsorgen es quasi immer freundlich an die Armen. Aber eben die Tafeln können weder nur Armut bekämpfen, noch können sie eben die Lebensmittelverschwendung bekämpfen, sondern sie tragen eher dazu bei, dass es sie weiter gibt. Das habe ich auch nicht gemeint. Ich habe gemeint, generell unser Umgang mit Lebensmitteln. Und das wäre auch eine Möglichkeit, einen anderen Ansatz, um Tafeln überflüssig zu machen. Wir selber machen doch, wir stützen doch das System. Also ich meine auch Konsumgewohnheiten. Und Konsumgewohnheiten zu ändern, darum. Man braucht ja nicht bis abends Abend. Also das hört sich vielleicht blöd an, aber ich lebe von dem Abfällen der Abfälle. Weil das geht. Also das kam ja vorhin, glaube ich, in dem Vortrag, wie viel Müll noch landet bei Tafeln, also auch in der Wirtschaft. Dann habe ich Sie ganz falsch verstanden. Ich meine halt anders. Ich erlebe auch ein Konsumverhalten bei den Nutzern der Tafeln. Das finde ich also auch verrückt. Ja. Also für mich ist es verrückt. Für mich persönlich. Da unten zucken. Jetzt werden die Arme wieder angefangen. Nein, das ist meine persönliche Meinung. Nicht als Tafelfrau, aber es ist mein, ja, ich nehme es jede Woche so wahr. Und ich finde es traurig, wenn ein Apfel weggeworfen wird, weil er eine schlechte Stelle hat. Daraus mache ich doch auch meinen Apfelmus. Oder? Das ist eine Diskussion. Ja. Wir haben das jetzt an einer anderen Stelle schon sehr stark ausgebreitet. Nein, ich möchte aber noch eins sagen, vielleicht als Anregung. Ich finde es bei aller Richtigkeit des irgendwie ethischen Umgangs mit Lebensmitteln umgekehrt zynisch, dass sich eine Organisation als Lebensmittelretter stilisiert. Wir retten Lebensmittel. Das ist die offizielle Doktrin des Bundesverbandes nachzulesen. In der aktuellen Feedback-Ausgabe steht das mehrmals drin. Wir retten Lebensmittel. Ich würde gerne das Retten koppeln an Mensch und nicht an Lebensmittel. Vielleicht, Entschuldigung, Die Tafel macht Werbung mit eins mehr. Würden Sie bitte sich auch hier dem anschließen, ja, melden. Und ich habe Ihre Meldung gesehen, es gibt mehrere Meldungen im Raum, auch Sie werden die Gelegenheit erhalten. Entschuldigen Sie mir, dass ich so spät gekommen bin, aber genau das ist das Problem. Die Perspektive liegt auf den Lebensmitteln und nicht auf den Menschen. Die Menschen, die haben die Überproduktion, ja, aufzunehmen, zu verwerten. Und diese Menschen in der Armut, die eben diese Bedürfnisanstalten aufsuchen, werden eigentlich gezüchtet. Denn Armut, das fällt mir mehr und mehr auf, ist ein Geschäft. Genauso wie Krankheit ein Geschäft ist, ist Armut ein Geschäft. Ganz bewusst. Und da ist es einfach falsch, auf die Lebensmittel, auf die armen Lebensmittel zu schauen und nicht auf die Menschen, die eben diese Lebensmittel ja, recyceln müssen. Wenn ich sehe, was angeboten wird, das ist Ausschuss. Die Perspektive in der Ernährungswissenschaft, in der Diätik geht dahin, wie es immer wieder heißt, ausgewogen sich zu ernähren, abwechslungsreich sich zu ernähren. Was da geliefert wird, ist nicht ausgewogen, ist nicht abwechslungsreich. Es sind letztendlich Fleischreste, hauptsächlich. Es gibt wenig Gemüse oder gar nicht. Es gibt wenig Obst, es gibt kaum Fisch, Käse, oh, das ist halt besonders. Gut, danke. Wir wollen natürlich auch jetzt nicht nur
über diese Ebene der Praxis sprechen. Wir haben ja auch gerade gestern Abend in unserer Podiumsdiskussion, die ja sehr toll besetzt war, auch uns die Tafeln insgesamt angeschaut. Aber natürlich sind auch solche Überlegungen, deswegen hatte ich auch das eine Kapitel Wundertüten hier ausgesucht, wichtig. Aber sie sind eben nicht die einzige und ausschließliche Perspektive auf Tafeln. Ich würde sogar davor warnen wollen, wenn man die Diskussion immer nur so führt, dass man überlegt, wie kann denn das besser gemacht werden, dann ist man schon in der Falle drin, weil man dann Tafeln voraussetzt. Also Kaisers spendet ja Lebensmittel, so schön wie es immer heißt. Eins mehr zum Beispiel. Kaisers bezahlt keine Abgabengebühren, also keine Entsorgungsgebühren. Karstadt oder Kaisers bezahlt auch keine Steuern, weil sie das nämlich absetzen von den Steuern ihrer alten, vergammelten Lebensmittel. Ja, meisten Meldungen. Ja, ich würde erstmal Ihnen sehr danken, Herr Felke, weil Sie wirklich aus der Perspektive der erlebten Menschen vieles geschildert haben. Das ist ja ungeheuer wichtig. Und der Titel des Buchs Schabenland zeigt ja auch, dass es ungeheuer stark auf die Wahrnehmung und auch auf die emotionale Dimension dieser Probleme ankommt. Also deswegen möchte ich jetzt mal zu dieser objektiven Dimension, ne, wird das Richtige da verteilt oder nicht so sehr was sagen. Ich möchte aber zu diesem Punkt der subjektiven Dimension doch noch vielleicht zwei, drei Zahlen, die vielleicht auch bei Ihnen gut vorkommen, ergänzen dürfen. Vorweg nur, die Forschung auf diesem Gebiet ist in der Bundesrepublik und auch weltweit relativ schlecht, aber wir haben ein paar Zahlen zur Verfügung, ich lasse jetzt all die Quellenangaben mal weg. Arme und Arbeitslose, Frauen, sterben im Durchschnitt 7 Jahre früher als die Menschen in der Vergleichsgruppe. Bei Männern sind es sogar 10 Jahre, dass sie früher sterben. Muss ich mal klar machen. Zweitens, auch natürlich nur eine Schätzung, das Suizidrisiko, Selbsttötungsrisiko, soll nach, bitte schön, Schätzung von Wissenschaftlern unter armen Arbeitslosen um das 20-fache höher sein als bei der Vergleichsbevölkerung. Vielleicht dazu noch eine Anmerkung, warum weiß man da so wenig? Erstens, man ist zwar nach allen Länderverfassungen benötigt, irgendwelche Selbsttötungen zu melden, aber ohne Grundangabe. Deswegen wissen wir nie, weshalb man sich umbringt. Und der zweite Punkt ist der, dass der Deutsche Presserat, das schließt jetzt Fernsehen mit ein, sich selbst verpflichtet hat, vor vielen Jahren eigentlich über Selbsttötungsfälle nicht zu berichten. Das hat was damit zu tun, das hat was mit beiden Goethe zu tun, Entschuldigung, ich muss auf den zurückkommen, weil aufgrund des Werther sich viele junge Menschen damals umgebracht hat, das hat sogar einen Namen gekriegt und in der Psychiatrie Werther-Effekt, deswegen werden in aller Regel, ne, Selbsttötungsfälle nicht veröffentlicht. Dann heißt es auch in der Berlin immer, ne, wenn eine U-Bahn irgendwo stehen bleibt, naja, technischer Defekt oder so, wird nicht der wahre Grund mitgeteilt. Deswegen wissen wir so wenig. Aber diese drei Zahlen, Frauen sterben 7 Jahre früher, Männer 10 Jahre früher, Selbsttötungsrisiko wird um das 20-fache höher geschätzt, zeigt dann noch etwas zu der objektiven Dimension dieser subjektiven. Also ich bin ja super froh, dass ich meine Hausaufgaben richtig gemacht habe, weil ich habe ein ganzes Kapitel dazu, wo ich mich mit gesundheitlichen Folgen von Armut, Altersarmut und natürlich auch mit ein paar Kennzahlen beschäftige. Also das Buch ist kein Buch über Tafeln. Die Tafeln nehmen reinen Raum ein, das ist auch gewollt, aber es ist ein Buch über Armut. Es fängt an und endet auch mit objektiven Zahlen. Gerade gesundheitliche Folgen, psychische Belastungen und so weiter. Und ich appelliere ja genau aus dem Grund, wenn ich das aufgreifen darf, immer wieder, dass wir nicht nur einseitig die Rechnung aufmachen sollten, welchen Gegenwert haben ehrenamtlich geleistete Arbeitsstunden, so wie es in EU-Papieren, die ich auch hier zitiere, seit 2007 immer wieder gefordert wird, um zu zeigen, Engagement ist ein Standortfaktor in Europa oder in Deutschland. Also engagierte Länder sind Länder, in denen Firmen investieren sollen. Sondern ich fordere, dass man auch die Gegenrechnung aufmacht, welche Schatten- und Folgekosten langfristiger Art, Gesundheitsfolgen und so weiter auch
volkswirtschaftlich es eben gibt, durch Langzeitarbeitslosigkeit, durch solche Dauerbeschämungssituationen und so weiter. Also das alles wird hier thematisiert. Ich habe jetzt für diese Lesung die narrativeren Teile rausgesucht, aber ich glaube, das wird ausreichend gerahmt durch auch die objektiven Daten. Auch wenn ich vorher gesagt habe, ist die subjektive Dimension natürlich hier im Vordergrund steht. Das ist ein, ja, also was ich noch sagen wollte, ist, Armut im Prinzip ist ja, viele Länder, oder auch in unserem Land gab es ja früher mal schon eine gewisse Armut in ländlichen Gebieten, und meine Mutter zum Beispiel, die war in Landwirtschaft und die waren auch bestimmt arm, aber sie sagt, sie hat nie das empfunden, sie war nicht arm, obwohl sie bestimmt weniger hatten, als wir heute haben. Und aber sie war, die Gesellschaft hat das, also ihre Gesellschaft und Umgebung hat sie so, diese Armut nicht so gesehen, nicht empfunden. Das heißt, es wurde so eine Gesellschaft gezüchtet heute, die so ist, dass wir diese Armut ganz stark empfinden. Ja, danke für die Anregung. Ich möchte es vielleicht aufgreifen und noch auf das Thema Altersarmut zu sprechen kommen. Es ist sehr stark auch mit dem biografischen Rahmen zu tun. Für mich war das ganz schlimm zu sehen. Ich habe mit mehreren älteren Frauen gesprochen, die dann gesagt haben, also wir haben schon mal Mangel erlebt im Krieg oder nach dem Krieg. Aber diese Form von Armut, die hätten wir uns nie vorstellen können. Das heißt, hier ist eine, sozusagen eine kulturelle Katastrophe passiert im Kopf dieser Menschen, die das Wirtschaftswunder erlebt haben, den Fahrstuhleffekt oder wie auch immer man das nennt, und die dann jetzt plötzlich in so einer Situation sich wiederfinden am Ende ihrer Biografie und arm sind, auf eine ganz andere Art, nämlich isolierte Armut und nicht eine Armut, wie Sie es beschrieben haben, auf dem Land, wo noch die Solidarsysteme funktionieren und die Selbstversorgung und das Selbstbild deswegen nicht angegriffen wird. Ja, weitere Meldung. Ja, also ich wollte noch konkret was sagen dazu, warum das so wirklich schwierig ist, für die Leute auch nicht zu sagen, dass sie zur Tafel gehen. Als ich vor 7, 8 Jahren das erste Mal zur Tafel gegangen bin, habe ich beschlossen, ich mache kein Geheimnis draus. Und habe dann meinen Bekannten erzählt, ja, ich gehe zur Tafel. Da kam es ganz anderes Umfeld. Da kam dann, ja, wie ist es denn da so? Dann habe ich gesagt, na komm doch mal mit. Wann gehst du denn da hin? Ja, und Donnerstagnachmittag. Oh, Donnerstagnachmittag geht gar nicht. Also da kann ich gar nicht. Das hat sich in meinem damaligen Bekanntenkreis, der hat sich geändert in der Zwischenzeit, hat sich nur meine Tochter mitgetraut, die damals 20 war, und gesagt hat, oh, ist aber schon komisch, weil da denkt man, die denken bestimmt so jung und kriegt schon Stütze. Und aber irgendwie hat sie gesagt, ist auch befreiend, da zu stehen, wo niemand stehen will und wo alle alles tun, da nicht zu stehen. Und ich habe noch ein Experiment, was auch sehr interessant war. Ich hatte Bekannte von Bekannten zum Essen bei mir und hatte einen schönen Kürbis, war ein wunderbares Essen, war ein wunderbar gedeckter Tisch. Und irgendwann, na, wo hast du denn den schönen Kürbis gekauft? Dann habe ich gesagt, den habe ich von der Tafel. Möchtet ihr noch was? Dankeschön. Wir haben nichts mehr gegessen. Und das hat mir eigentlich gezeigt, also es war nicht einfach, das immer durchzustehen, weil ich wirklich auch manchmal gedacht habe, ich habe einfach die Kraft nicht zu dieser Konfrontation. Aber es war auch heilsam, weil ich gemerkt habe, ich hole mir damit meine Kraft zurück. Und die Scham, die steht dann mitten im Raum, aber die ist nicht mehr bei mir, weil ich mich nicht dafür schäme. Und wenn sich dann jemand anders dafür schämt, sehr interessant und würde mich gerne auf einen größeren Kontext beziehen, und zwar die Kritik, die Sie ja äußern, ist ja vor allem die Funktion der Tafel als eine Art Kompensierungsmechanismus für soziale Verantwortung, die der Staat ja eigentlich übernehmen sollte. Und glauben Sie, dass es in Deutschland noch mehr von solchen Mechanismen gibt? Also ich denke da beispielsweise konkret an das Flaschensammeln. Genau. Also ich muss
übrigens jetzt mal loswerden. Das ist ein ehemaliger Student von mir aus Furtwangen. Ja, der hätte nie gedacht, bestimmt, dass wir uns mal zu so einer Diskussion in Berlin wieder treffen würden. So sind die Lebenswege. Ne? So, ich bezeichne das als Armutsökonomie. Und zu der Armutsökonomie gehören auch Dinge wie Containern, Flaschen sammeln und so weiter. Das wäre mal wirklich das nächste Buch, das irgendjemand oder ich oder wie auch immer schreiben könnte. Das Flaschensammeln, Pfandpiraten, die sogenannten, die sind ja hier extrem organisiert. Ja. Da gibt es Zwischenhändler, Abnehmersysteme und so weiter. Es gibt diesen riesigen Markt der Sozialkaufhäuser, Verkaufhäuser. Es gibt dann aber noch so eine Zwischenstufe, die beschreibe ich hier auch im kleinen Kapitel, die Lemmi-Märkte. Die gibt es in Nordrhein-Westfalen, vielleicht auch in anderen Bundesländern. Das ist sowas wie ein Uraldi, wo dann einfach Lagerhallen gemietet werden und Paletten reingefahren werden. Also die machen sowas wie Tafeln fürs breite Volk. Ja. Also da sehe ich schon, dass einiges sich so entwickelt und aufpoppt. Und die Grundthese, die ich dafür entwickelt habe, ist, dass Armut eine Ware geworden ist. Vorhin hat das jemand auch gesagt. Ja. Und mit Armut kann man noch viel kritisieren. Kann ich direkt anknüpfend nochmal an das Flaschenthema. Also mir hat ein Kollege aus Bremen erzählt, dass seine Erfahrung ist, dass gerade Obdachlose Flaschen sammeln, damit sie was zu trinken haben. Also dass das wirklich der Kreislauf ist, den die nutzen, um sich damit dann wieder was zu trinken kaufen zu können. Was natürlich absurd ist angesichts der Tatsache, dass wir ein Menschenrecht auf Wasser haben und das natürlich auch in einer Stadt wie Bremen verwirklicht sein müsste, dadurch, dass es eben öffentlich zugängliche Wasserhähne gibt mit Trinkwasser, das man dann auch wirklich trinken kann. Aber in vielen Städten ist das nicht mehr der Fall. Und da wird eben gerade dann das System des Flaschensammelns genutzt, um ein ganz elementares Bedürfnis, nämlich das Trinken, zu befriedigen. Einen kleinen Moment bitte. Ja, wenn Sie sich bitte an die Regeln halten würden. Gibt es weitere Meldungen? In Berlin gibt es zum Beispiel jetzt schon einen Verein, der kümmert sich um Pfandflaschen. Da kann man denn die Flaschenbons in so einen Briefkasten bei Kaisers oder bei Lidl oder sonst wo auch immer reinstecken. Mittlerweile wird sogar selbst daraus noch ein Geschäft gemacht, aus der Flasche. Das ist kein Verein, das ist die Berliner Tafel. Ja, es gibt einen Verein. Gucken Sie im Internet. Sehr geehrter Herr, vielen Dank, dass Sie heute da sind. Ich habe da mal eine Anfrage, zwar ganz von der anderen Seite. Sie sind ja ein paar Mal umgekommen jetzt hier und haben die Sache beobachtet. Was ich gerne wissen möchte, ich komme aus Baden-Württemberg, wie sieht es denn aus? Macht der Tafelladen dann mal zum Beispiel bei den eigentlichen Käufern, ich spreche also nicht von Hartz IV, sondern den Käufern in Edeka oder was weiß ich wo, Kaiser oder auch genannt, Aufklärungsarbeit, dass die Kunden, die dort einkaufen, zum Beispiel sehr gut einkaufen gehen können, weil es den Tafelladen nicht gibt. Qualität ist höher, Müll wird kurz versorgt. Was wird denn gerne aus dem Tafelladen? Das habe ich wissen. Das habe ich sehr wenig verstanden. Tafelladen muss man vielleicht hier erklären. In Baden-Württemberg gibt es, das ist eins der Ausnahmen, nicht dieses Thekenprinzip, oder es gibt zumindest ein zweites System, wo man in den Laden reingeht, das ist wie ein kleiner Supermarkt oder es gibt eben Regale, man geht selbst durch, nimmt Lebensmittel aus den Regalen, bezahlt in der Kasse anteiliger Preis des ursprünglichen Preises im Supermarkt. Aber was soll jetzt auf was Checkt haben? Mir geht es also ich habe gerade eine kaufmännische Ausbildung gemacht und ich habe auch die Filialleitung gesprochen in Konstanz, wo ich herkomme, die mir halt auch sagen, sie können eigentlich nur so eine gute Qualität halten, das ist ja auch Sinn des Kaufmannes, immer einen guten Qualitätsstand zu haben, weil es Tafelladen gibt, weil von den Sachen, die sie nicht verkaufen können, die nicht weggeworfen werden, sondern an die Tafel leben, abgegeben werden. Das ist preisgünstiger, als müssen sie entsorgen. Darum geht es nicht. Wenn Supermärkte preisgünstig was abgeben, jetzt an den Tafelladen, dann sind wir wieder in dieser Diskussion, um wessen Interessen geht es hier eigentlich. Ja? Also soll hier der Gewinn maximiert werden von Supermarktketten? Das ist sozusagen das verlängerte Müllentsorgungsargument, aber jetzt nochmal gewendet. Ja. Das Argument habe ich jetzt so noch nicht gehört und ich kann auch nicht vorstellen, was das für eine Qualitätssteigerung sein soll, ja, wenn man was an Tafellädt abgibt. Ich kann vielleicht ergänzen, in der Lebensmitteldistributionskette werden da
sozusagen dieser Entsorgungsweg Tafeln existiert, unter Umständen Lebensmittel zwei Tage vor Ablauf des MHD aus dem Verkehr gezogen und dann sozusagen in eine andere Distributionskette gesteuert. Und damit will man erreichen, dass sozusagen im Ursprungslebensmittellager die Preise hochgehalten werden können. Klar, aber ich habe da jetzt jeder jetzt keinen Unterschied zwischen Tafelladen und normaler Thekentafel. Also das habe ich jetzt nicht verstanden. Man hat dann auch als Kaufmann eine gewisse Verantwortung, nicht nur, wenn der Laden läuft, wenn man solche Lebensmittel dann abgibt, dass das auch dann alles sozial vernünftig auch weitergetragen wird an den eigentlichen Käufer, wie also gesprochen seine Kunden. Dass denen klar gemacht wird, dass die Tafelläden das unterstützen, dass sie günstiger einkaufen gehen können. Darum geht es. Wir machen Tafelladen, was in der Richtung wird. Ja, wer die Leute auf? Ich finde viel problematischer noch einen anderen Aspekt, dass die Supermärkte mittlerweile verlangen können, dass die Tafelmitarbeiter in die Supermärkte gehen und dort die Waren aussortieren, die sie mitnehmen wollen. Das heißt, der Supermarkt spart hier Personal genau. Und kann das als einen langen Hebel benutzen, um zu sagen, ihr bekommt von uns nur Ware, wenn er sie auch noch selber sehr arbeitsintensiv aussortiert. Da finde ich, ist eindeutig die Interessen deutlich, die Supermärkte und die Tafel könnten sich, das ist zum Beispiel ein Argument, was ich schon seit Jahren hervorbringe, an dem Punkt einfach mal weigern, dieses Spiel mitzumachen und sich nicht so leicht erpressen lassen. Wer mal die Studie von Frau Eigner liest, zu gut für die Tonne, weil gerade gesprochen wurde über Bezahlung, und wer denn da liest, dass da steht, wir machen deshalb eine kleine Bezahlung, damit die Empfänger sich nicht wie Almosenempfänger vorkommen. Deshalb wird vorgeschlagen, die Lebensmittel zu einem kleinen Entgelt abzugeben. Somit, und das ist alleine für mich schon pervers, so viel Deutsch gesagt, wer sich einmal diese Studie durchliest, so gut wie die Tonne von Frau Eigner. Die soll er machen, aber bitte mit dem Endkonsequenz, dass ihm danach wahrscheinlich schlecht wird. Danke. Ja, das Problem mit der symbolischen Münze, die ja immer wieder angeführt wird als Garant für Menschenwürde, ist ja, dass es eben nicht mehr nur eine symbolische Münze ist, sondern dass viele Tafeln mittlerweile nicht nur 1 Euro, sondern 2, 3 oder 4 Euro verlangen. Und damit bekommt eine Tafel nur so langsam wieder eine Grauzone, dass es sogar zu teuer wird, sie zu benutzen. Ja, das ist richtig. Wir sollten langsam zum Schluss kommen, weil es geht hinterher auch noch weiter. Eine letzte Meldung. Mit einer Frage melde ich mich jetzt zu Wort. Vorhin kam aus dem Clubpublikum der Begriff soziale Verantwortung, gemeint ist die des Staates. Sie, Herr Selke, lasen von Entmündigung. Können Sie zu dieser Entmündigung noch etwas sagen? Denn mir fällt auf, dass über diese Tagesstätten, Nachtcafés, Spätcafés und die eben hauptsächlich von den Tafeln bestückt werden, Menschen der Selbstverantwortung entzogen werden, beziehungsweise die Selbstverantwortung wird den Menschen entzogen. Das sind erwachsene Männer, im besten Männersalter, sind nicht fähig, sich ein Butterbrot zu schmieren. Entschuldigung. Ja, Sie haben es im Prinzip selbst schon gesagt, also schon ganz am Anfang, auch bei meiner ersten Tafelstudie 2008, habe ich beobachtet an vielen Beispielen gezeigt, welche feinen Mechanismen es gibt, wie dort mit Menschen geredet wird. Ich habe das mit dem Duzen Siezen beschrieben, wie dort Vorschriften gemacht werden. Wir haben gestern Abend hier einen kleinen Ausflug in die Volkspädagogik gehabt, wo wir gelernt haben, dass man den Menschen doch das Kochen beibringen muss, wie sie mit Geld umgehen können und so weiter. Das sind diese Entmündigungsaspekte, dass dort natürlich in der ganz großen Varianz, ja, aber in dem Bereich, wo eben nicht das Licht ist, sondern eher der Schatten, es Orte gibt, Tafeln oder welche auch immer, wo sich zwei Parteien gegenüberstehen, von denen die eine den anderen massiv Vorschriften macht, in das Leben eingreift und insgesamt dieses System ja auch bedeutet, dass es eine Fremdversorgung ist, eine fremdbestimmte Versorgung, die an Bedingungen geknüpft ist. Und das ist der springende Punkt und der Unterschied zu einem Grundrecht, zu einem Bürgerrecht, dass man eben bedingungslos Hilfe erhält vom Staat. Das ist der Unterschied. Aber dann hat er doch alle. Geht doch, Herr
verbunden mit Essen, mit Nahrung. Es ist auf allen Ebenen, können Sie das durchdeklinieren. Wir haben gestern von Lesen, Schreiben gehört, von Essen, von Nahrung, von Geld. Das, man kann ja jede Menge Projektionsflächen finden, um Menschen erklären zu müssen, wie sie sein sollen. Ja, ich frage mich, warum Sie das Subsidiaritätsprinzip dann nicht erklären. Der Staat ist doch auch entmündigt. Diese Krake, diese Wohlfahrtsindustrie, nicht nur die Tafeln, sind doch die Banditen. Darum geht es. Okay, ich dachte, wir sind wieder gut. Also ich glaube, wir sollten jetzt hier einen Punkt machen. Das ist der Punkt. Das ist der Punkt, nicht Ihr Punkt. Okay, aber dann Punkt vielen Dank. Vielen Dank für die Anmerkung. Wir sind mit unserem zeitlichen Budget sozusagen ein Ende gekommen. Bevor ich einige technische Hinweise noch gebe, möchte ich Herrn Selke und Ihnen hier im Saal danken dafür, dass Sie und Sie den Betroffenen eine Stimme gegeben haben. Eine Stimme, die man nicht oft genug und nicht deutlich genug hört und nicht oft und deutlich genug hören kann. Und insofern wünsche ich Ihnen und Ihrem Buch, dass es viele, viele Leser bzw. Zuhörer gibt. Ja, wie geht es weiter? Wir haben als erstes, möchte ich darauf verweisen, neben der gelben Leuchte zwischen zwei Säulen eine kleine Box mit dem Programm dieser Veranstaltung, dieses Veranstaltungswochenendes und diejenigen, denen das möglich ist, eine kleine Spende geben können. Dann möchte ich darauf verweisen, dass als nächster Programmpunkt um 8 Uhr hier Munkel das Kabarett Ihnen zum Zuhören und Zuschauen zur Verfügung steht. Danke.